Na? Ich hatte ja gesagt, Magic 2013 ist ein cooles Set. Duels of the Planeswalkers 2013 habe ich sogar Let's Played. Müsste sogar hier auf dem Channel irgendwo verlinkt sein zu meinem Let's Play-Kanal. Ja, es ist dieselbe Box wie beim letzten Mal, dasselbe Papier. Von wegen hier 60 Karten Challenge Starter Deck, Instant Collection Battle Testing Cards. Keine Ahnung, 7. 8. Juli ist irgendein Event gewesen. Return to Ravnica, wie gesagt, das ist alt. Und ich vermute mal, hier wird irgendein Engel drin sein. Ich weiß es nicht. Also ich kenne tatsächlich die Karte, ich kenne das Artwork nicht. Keine Ahnung, mal gucken. So, was haben wir denn hier? Hier ist wahrscheinlich wieder ein kurzes Video. Komm, noch komm. Avatar. Ah, ein Zera Avatar. Der ist hübsch. Guckt euch das mal an. Oh, Kamera, bitte fokussiert doch mal, danke. Der ist richtig hübsch. Naja, Zera Avatar. Für 7 Mana XX, wobei X gleich der Anzahl an Leben ist. Und wenn der von irgendwer her in den Friedhof gelegt wird, wird er wieder ins Deck gemischt. Sehr coole Karte. Mit der Icon Entrancer. 4 Mana 1-4 für ein blaues Tappen. Mild der Gegner die obersten zwei Karten seines Decks. Murder ist eine gute Karte. Für 2 Schwarze ein farbloses Destroy-Type-Creature. Das ist ganz gut. Zera Angel. Ich habe doch gesagt, hier ist ein Engel drin. Aber zum Zera Avatar muss natürlich auch ein Zera Angel. 5 Mana 4-4 fliegend Wachsamkeit. Kringos Command, für 2 Mana kriegen wir 2 rote Goblins. Titanic Grove, für 2 Mana plus 4 plus 4 als Instant. Und Ready to Play Face to Face. 2013. Your Friday Night Destination. Join the Magic Players Community who plays every Friday night. Leute, unterstützt euren Local Game Store. Dann unterstützt ihr euch, so wie das Video unterstützt ist. Wir sehen uns. Ciao.